Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Star Stable Online. Wie ihr seht, bin ich wieder im Stall und wie ihr seht, ist hinter uns ein Glitzertisch, nämlich zu meiner Rechten. Ja, Buffy guckt schon mal wieder ganz pikiert zur Seite und schnüffelt auf dem Boden rum. Wahrscheinlich wundert sie sich darüber. Ich habe mich auch gewundert, was das hier wohl soll. Und dann fiel mir wieder ein, dass ja heute Mittwoch ist und dass heute ein Update-Tag ist. Mittwochs ist ja hier immer Update-Tag. Da kann irgendwas passieren. Entweder gibt es neue Pferderassen oder irgendwie wird was am Spiel geändert. Die Quest kann weitergehen. Oder es kommen Events, Sonderevents. Ne? Wir haben hier auch Feste und so weiter. Und es war diesmal ein Event, und zwar die Fashion Week. Diese Fashion Week findet im Jorvik City Center statt. Da ich dort noch nicht gewesen bin, habe ich mir dann zur Feier des Tages heute einfach mal überlegt, da ich sowieso so unschlüssig war gestern, ich mache das jetzt wie folgt. Ich werde die Aufgabe bei James annehmen, der uns ja offensichtlich ins Jorvik City Center schickt, denn irgendwie muss man da ja hinkommen. Ich habe keine Ahnung. Wir können uns also überraschen lassen. Und ja, damit ich da dann auch hier unser Event mitspielen kann irgendwann oder mitgehen kann. Ich weiß nicht, was unser Club vorhat, ob wir da vielleicht mal zusammen hingehen. Kann ja alles sein. Und da würde ich gerne sie hier mitnehmen, meine gute Celine. Und ja, deswegen werden wir heute auch die Aufgabe machen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir sehen uns einfach draußen bei James wieder und gucken mal, was wir machen müssen, um in das Shopping Center zu kommen und werden dann diese Questreihe erstmal verfolgen. So, da sind wir auch wieder und da steht der kleine James. Ich spreche ihn mal an. Mal gucken, was er uns hier mitzuteilen hat. Hey. Hallo, Celine. Warum ich seufze? Naja, ich habe fast keine Kleider mehr, die ich an die Touristen hier verkaufen kann. Manche würden sagen, ein Luxusproblem, aber trotzdem ein Problem. Früher habe ich die neuen Kleider immer in Jorvik City bestellt und liefern lassen. Aber seit kurzem klappt das irgendwie nicht mehr so richtig. Irgendwie landen die Lieferungen immer im Straßengraben, gehen verloren oder etwas anderes passiert, sodass ich keine Sachen mehr zum Verkauf bekomme. Ich sollte ja selbst nach Jorvik City fahren. Und alles abholen. Aber wer kümmert sich dann um die Touristen? Also, Celine, könntest du mir einen Gefallen tun? Könntest du nach Jorvik City ins Shopping Center fahren und die bestellten Kleider für mich abholen? Du machst das? Danke, Celine. Und nimm doch gleich die Pferdeausrüstung mit, die ich bestellt habe, wenn du schon dort bist. Wie man ins Shopping Center nach Jorvik City kommt, das ist ganz leicht. Es gibt einen Bus dorthin und die Haltestelle ist gleich hier in Fort Pinter. Aber ja, du brauchst natürlich ein Busticket. Leider kann ich dir meins nicht geben, da die Tickets personalisiert sind. Weißt du was? Kauf dir doch eins. Der Notar hier in Fort Pinter verkauft Bustickets. Wenn du es gekauft hast, kannst du es hier am Apparat hinter mir aktivieren. Nun habe ich leider keine Zeit mehr, Celine. Die Geschäfte rufen. Also kauf dir ein Busticket und aktiviere es hier an dem Apparat. Ja, mache ich. Und da haben wir jetzt hier unser Video. Dann sehen wir das auch. Das ist hier vorne der Notar in Fort Pinter. Er hat das Busticket, also gehen wir da doch mal hin. Und dann müssen wir es wahrscheinlich hinterher da entwerten. Ja, einfach. Das ist immer das Schöne, wenn man diese Videos hat, dann weiß man auch, wo man hin muss. Aber man kann es auch sonst unschwer auf der Karte sehen. Und ihr seht, es ist voll, ne? Es wird also immer voller. Ich fürchte das Schlimmste, denn was ich auch schon festgestellt habe, bin ja jetzt doch schon eine Weile dabei, dass man also, wenn man jetzt hier Update-Tag hat, immer mittwochs, dann ist es immer etwas voller. Ist ja auch verständlich, ne? Die Leute kommen dann und wollen gucken, was hier los ist und das kann ein ganz schönes Gewusel werden. Jetzt habe ich auch noch eine ungünstige Zeit erwischt, ich hoffe. Aber wie gesagt, mit meiner Quest hat es wohl nichts zu tun. Also, ach, man kann hier auch noch Pferde umbenennen, aber das möchte ich nicht. Ich möchte Tickets und Saisonkarten. Ob ich Tickets und Saisonkarten verkaufe? Ja, ja, freilich. Schau mal in meinem Geschäft und sieh nach, was du findest. Mach ich. So, dann nehmen wir doch die Karte. Ach, okay. Ich nehme die Karte. Wie jetzt die Karte? Ja, ich nehme die Karte. Okay, und dann habe ich sie.
was auch immer die jetzt gekostet hat. Ihr seht, ich habe hier, ich schlöre wieder alles mit, meine ganzen Klamotten, ja. Ach ja, ne, man geht ja immer mit Klamotten, ist man ja immer unterwegs, ne, und egal. So, ich gehe mal wieder zurück zu dem guten James. Ach nee, 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 da muss ich ja gar nicht hin. Ha, ha, nein, ich muss doch das Ticket entwerten. Ah, so, was machen wir? Ach, jetzt muss ich auch noch absteigen, na gut. Ja, manchmal kann man sitzen bleiben, manchmal muss man absteigen. Hier war es jetzt wieder nicht so. Und Busticket wird entwertet. Aktiviere Busticket. So, das habe ich abgeschlossen. Sehr schön. Ja, dann gehe ich mal zu James und werde ihn von meiner Heldentat hier berichten, dass ich es geschafft habe, das Ticket zu entwerten. So, nun ein Busticket, Celine. Gut. Und du hast es auch aktiviert? Ausgezeichnet. Dann kann es losgehen zum Shopping Center nach Jorvik City. Ja, ich freue mich. Sehr gut, Celine. Nun hast du ein Busticket und gültig ist es auch. Das werde ich ja wohl mal schwer hoffen, ne? Glaub mir, diese Busfahrer sehen aus 100 Meter Entfernung, ob ein Ticket gültig ist oder nicht. Beeil dich nun, dass du ins Shopping Center kommst. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Der Bus fährt auf der anderen Seite der Brücke in Fort Pinter ab. Gehe einfach dorthin und warte, bis ein Bus kommt. Zeige dem Fahrer dein Ticket und schon bist du in 0, nichts in Jorvik City. Aber bleib nicht zu lange dort. Denk an all die Kunden, die ich in der Zwischenzeit nicht übers Ohr hauen, glücklich machen kann, wenn ich keine Kleider zum Verkaufen habe. Mach's gut. Ja, ja, der kleine James ist schon ein ziemlicher Schlingel, ne? Übers Ohr hauen. Ja, so habe ich den auch eingeschätzt. Das ist hier unser... Aber der hat, der ist pfiffig, ne? Ist nicht auf den Kopf gefallen, der Junge. Der hat jetzt schon für sich entdeckt, wie er andere Leute für sich ans Arbeiten kriegt. Also wenn das mal nicht erfolgsversprechend ist, dann weiß ich es auch nicht. So, ich werde mal hier ein bisschen schneller durch Fort Pinter reiten, auch wenn man das normalerweise ja im wirklichen Leben nicht machen würde. Im Galopp durch die Stadt, ohne Sattel, ohne Helm und so weiter. Ihr wisst schon, darf man nicht oder soll, was heißt darf man nicht, man sollte, macht man natürlich nicht, ne? Versteht sich von selber. So, und hier stehen schon 10.000 Leute. Ich nehme an, das ist die Bushaltestelle. Also, was ist das denn jetzt? Ich muss wahrscheinlich zu dem, ja, warte hier, bis der Bus kommt, steht extra dran. Also, ich muss sagen, das ist wirklich gut gemacht. Ja, schön. Jetzt stehen wir hier alle. Herrlich. Ich komme jetzt hier irgendwie ein bisschen overdressed vor. Mit dem Kleid und den Stiefeln. Ach, das dauert. Also, ja, ich würde sagen, ich mache mal einen kleinen Cut. Ne? Wenn der Bus kommt, blende ich wieder ein. Ja. Jedenfalls bin ich jetzt hier. Ich gehe mal gucken. Aha, und da ist dann auch mein Auftraggeber hier, der gute Hausmeister. Ich gehe mal hin. Du da! Ja, genau du. Siehst du nicht, dass ich gerade den Boden gewischt habe? Genau dort, wo du jetzt gehst. Also diese Jugend von heute. Pah, kein Respekt mehr. Meine Güte, jetzt mopper hier doch nicht so rum. Ist ja unfassbar. Ja, ich habe Kontakt mit den Menschen im Jorvik City Shopping Center geknüpft. Bin begeistert. Also auch eine Ruffraktion, ne? Na, was willst du hier? Du sollst Waren für James aus Fort Pinter abholen, sagst du? Ha! Du bist nicht die Erste, die er schickt, sollst du wissen. Bloß weil er zu geizig für ein Busticket ist, schickt er alle 5 Minuten Leute hierher. Und wer erbarmt sich all dieser Schäfchen, die hierher kommen? Richtig, das bin ich. Aber nun reicht es. Ich kann dir nicht auch noch helfen. Du musst schon selbst sehen, wie du zurechtkommst. Ach, na gut, weil du mich so lieb bittest. Aber zuerst musst du mir etwas helfen. Du hilfst mir gerne, sagst du? Gut, gut, dann bist du nicht ganz so faul wie die anderen, die James sonst hierher schickt. Also, wie du sehen kannst, ist der Boden hier spiegelglatt. Das habe ich nicht schlecht gemacht, wenn ich das mal so sagen darf. Leider gehen die Leute einfach hier mitten durch, gerade wie es ihnen passt. Aber dem werden wir einen Riegel vorschieben. Sie benehmen sich, als ob ihnen dieses Einkaufszentrum hier gehören würde. Kein Respekt vor meinem Handwerk. Pah! Stell diese Warnschilder dort auf, wo ich gerade gewischt habe, damit der Boden sich zumindest kurzfristig von all dem Schmutz hier erholen kann. Also hopp, stell die Schilder auf und komm nicht zurück, bevor du nicht fertig bist. Ja, der ist ja, also der ist ja noch freundlicher als unser Zirkusdirektor, den wir da getroffen haben. Der war ja,
konnte zwar gut delegieren, aber der ist ja hier richtig voll der Mopper-Typ. Moppert uns hier an. So. Ach, na klar. Und natürlich muss ich das Inventar aufmachen. Ach, wie konnte ich das nur vergessen? So. Wir ziehen das auch wieder dahin, damit ich wieder gucken kann. Und hier überall. Ich beeile mich, denn der ist ja sowieso schon genervt. Ich auch. Ich glaube, das gibt eine lange Questreihe. Ja, und wie ihr seht, hier sind überall Geschäfte, aber ich möchte jetzt hier nicht stundenlang filmen. Das überlasse ich jetzt einfach mal der... Ich gehe mal oben gucken. Das überlasse ich mal der Fina, die sicherlich auch noch mal irgendwann hier im Jobbik City Center mal die Geschäfte vielleicht vorstellen möchte. Möglicherweise. Denn ich kann mir vorstellen, das wird hier wieder was Längeres. So, deswegen geben wir auch mal ein bisschen Stoff. Aber ihr seht ja so im Vorbeilaufen, was hier alles ist. Also hier sind irgendwie zig Shops. Hier scheint auch irgendwas Besonderes zu sein. Und ja, Schließfächer. Ach nein. Was ist das? Moment, das muss ich jetzt aber anklicken. Tut mir leid. Ah, mein Vorrat. Ach, guck. Ja, ah, schon. Alles klar. Ja gut, da kann man jetzt den Hund vielleicht einschließen, wenn man das möchte. Und man kann, ja, man kann auf seine Sachen zurückgreifen. Das ist schön. Das heißt, man kann hier mit Reitklamotten hin und sich dann hier in Schale schmeißen. Das haben sie gut gemacht. Ja, ich habe das natürlich vorher alles schon gemacht und dann... Na, egal. So, fertig. Wieder runter. Eine Rolltreppe gibt es hier auch. Eine Rolltreppe. Und ja, Buffy, kommst du wohl da runter? Ich finde das lustig, dass man den Hund mitnehmen kann. So. Irgendwie hört ihr nur nicht. Ja, ja, gar nicht dumm. Es gibt vielleicht doch noch etwas Gutes in dir. Ja, da bin ich jetzt aber mal beruhigt. Ach so, du hast wohl geglaubt, dass du schon fertig bist. Nee, nee, natürlich nicht. Nein, ich wusste, da kommt was. Das ist wie immer. Pah, genau wie ich es mir gedacht habe. Du bist genauso ein Vollpelz wie all die anderen Schäfchen, die in mein Einkaufszentrum gekommen sind. Was? Du bist kein Faulpelz, sagst du? Okay, dann solltest du eine Chance bekommen, zu beweisen, dass du nicht so ein verwöhnter Bengel bist wie all die anderen, die hierher kommen. Die führen sich auf, als ob ihnen das alles hier gehören würde. Jetzt bin ich aber baff. Ich bin ein Mädchen. Also der Typ ist auch noch blind. Und unhöflich sind sie. Aber wenn ich das meinem Chef erzähle, höre ich nur, dass man immer nett zu den Kunden sein soll. Ja, da hat der Mann ja auch recht, ne? Also, wenn es nach mir ginge, dann würde kein einziger Kunde dieses Einkaufszentrum hier betreten. Dann würde hier Ordnung herrschen. Aber bis es soweit ist, muss sich ja jemand um den ganzen Müll hier kümmern, den die Leute einfach so wegschmeißen. Und heute bin das nicht ich. Ha! Also los, heb den ganzen Müll hier auf, dann helfe ich dir nachher vielleicht. Los. Ja, ja. Dalli Dalli hat er vergessen dazu zu sagen. Oder dabei, dabei. Wie auch immer. Ja, wir heben alles auf. Ach, wir sind ja schon so geübt, ne? Wir sind so geübt, also wir sind die ganze Zeit hier ohnehin nur am Rumrödeln. Deswegen sind wir voll im Training und können das auch alles im Laufschritt. Ich werde hier einfach mal rumlaufen, weil ich kann mir vorstellen, das ist wieder so ein Ding wie vorgestern mit der Brücke. Dass das hier so eine lange Aufgabe ist. Ja, ne? Ach nein. Hier oben scheint irgendwas Wichtiges zu sein. Ach, vielleicht geht's hier. Vielleicht geht es ja hier zu dieser Fashion Week. Aber wie gesagt, ich lasse die außen vor. Ich werde hier natürlich den Müll aufräumen und erstmal für Ordnung sorgen. Denn mit in so einer vermüllten Shopping Mall können wir schließlich nicht zur Modenschau gehen. Also Ordnung muss sein, ne? So. Ja, und das letzte habe ich dann. Und super! Geh wieder runter. Hier bin ich wieder. Gut, du hast ordentliche Arbeit geleistet. Okay, du scheinst aus besserem Holz geschnitzt zu sein als die anderen Drückeberger, die hier rumspazieren. Ich werde dir helfen. Dann, ach du liebe Zeit. Ja, ich hab's gewusst. Ich hab es gewusst. Er hat noch mehr. Er hat noch mehr. Oh nein. Nein, 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 nein. Wie mache ich das denn jetzt? Und ich weiß wieder nicht, wie lange ich aufgenommen habe. Du
Ja, du, ich kenne James Methoden schon. Das letzte Mal, als er hier war, hat er versucht, mir eine Wohnung in einem der Türme in Fort Pinter aufzuschwatzen. Die Wohnungen waren noch nicht mal gebaut. Es gab nicht einmal eine Baugenehmigung dafür. Und er hat trotzdem versucht, mir so viel Geld aus der Tasche zu ziehen, dass ich dafür ganz Vailedale hätte kaufen können. Pah! Ich habe ihm sehr deutlich zu verstehen gegeben, was ich von ihm halte. Ha! Ich habe einen Menschen noch nie so schnell laufen gesehen. Er muss den ganzen Weg nach Fort Pinter schneller als ein durchgegangenes Pferd gelaufen sein. Seitdem hat er sich nie mehr hierher gewagt. Ich nehme an, deshalb hat dich dieser Wicht hierher geschickt. Naja, die Kleider bestellt James immer bei Gordon, im Kleidergeschäft da hinten. Sprich mit Gordon, er ist ein feiner Kerl und kann dir sicher helfen. Komm mit der Kleiderlieferung danach zu mir zurück, das macht ja keinen Sinn, wenn du das alles mit dir herumschleppen musst. Ich passe so lange darauf auf, bis du wieder zu James zurückfährst. Ha, geht doch, Junge, geht doch, jetzt wird er doch ein bisschen freundlicher. Ja gut, und was hat er noch? Gehen wir gleich zu Gordon. So, hat James dich also geschickt, um die Pferdeausrüstung zu holen? Die muss er dann bei Alex bestellt haben. Ihr gehört der Pferdeausrüstungsshop hier im Shopping Center. Geh und sprich mit ihr und komm zurück, wenn du die Lieferung bekommen hast. Dann gebe ich in der Zwischenzeit darauf Acht, bis du wieder zu James zurückfährst. Das hat doch keinen Witz, wenn du die ganzen schweren Sättel tragen musst, während du dich hier umsiehst. Ja, das ist freundlich von ihm. Jetzt wird der Mann doch noch freundlich. Und jetzt müssen wir erstmal gucken. Ah, okay, wir müssen gucken. Wir müssen gucken. Gucken wir, meine Güte, ich muss mal schauen. Ja, nee, das ist was anderes hier. Da, das sieht doch aus wie eine Ausrüstung. Ja, und da ist auch schon mein Ansprechpartner. Da ist der gute Gordon. Hallo, Gordon. Hallo, willkommen im Kleidergeschäft, dem größten Kleidergeschäft auf ganz Jorvik. Wenn du eines unserer tollen Kleidungsstücke anprobieren möchtest, dann geh einfach in die Umkleidekabine dort hinten und sieh dir unser wunderbares Sortiment an. Die Kleiderlieferung für James? Ach so, ich dachte, du willst etwas kaufen. Naja. So, und das werde ich jetzt natürlich, ich werde jetzt nichts anprobieren, auch wenn es mich reizt, weil ich das Video nicht unnötig lang machen will. Wie gesagt, das sind so Specials, die wir sicherlich extra bringen. Oder vielleicht Fina mal extra bringt. Also wie gesagt, jetzt wisst ihr vielleicht so langsam, warum das so viel ist. Das kann, glaube ich, kann man nicht alleine machen. Es sei denn, man macht das Hauptberuf. Nun wollen wir mal sehen. Ja, genau. James' Bestellung habe ich im Lager. Warte, dann gehe ich los und hole sie. Ja, genau. Die Türe zum Lager schließe ich ja jeden Tag ab. Ich habe den Schlüssel immer in meinem Rucksack. Diesen Kleinkram verliert man so schnell. Und so weiß ich immer, wo er ist. Warte, dann hole ich ihn. Was denn jetzt? Mensch. Wo habe ich meinen Rucksack? Ich muss ihn irgendwo vergessen haben. Oh nein, so komme ich nicht ins Lager. Kannst du mir helfen? Der Rucksack muss hier irgendwo im Shoppingcenter sein. Bitte, kannst du nicht nachsehen, ob du ihn findest? Ja, ich weiß, die sind ja alle ein bisschen schusselig, die Leute, ne? Ja gut, dann suchen wir eben seinen Rucksack. Ach, halt durch, Gordon. Ich suche. Ja, wo kann der Rucksack jetzt wohl sein? Gute Frage, ich weiß es nicht. Hier verstecken sich die Ersten. Oh Mann, wo kann denn der Rucksack? Jetzt muss ich den hier erst noch suchen. Ich muss ihn suchen. Ich gehe mal wieder die Rolltreppe hoch. Ich kann mir vorstellen, dass der irgendwie seinen Rucksack... Hat er den hier oben liegen lassen? Oh, ich weiß es doch nicht. Oh, meine Güte. Und hier oben stehen ganz viele Leute. Nein, so viele sind es ja jetzt nicht. Ja, Rucksack, wo ist er? Och, nö. Da! Da ist der Rucksack. Jawohl. Und da haben wir ihn auch schon. Hier direkt vor dem Schließfach. Das ist natürlich schlau. Ja, jetzt bringe ich den wieder zurück. Und dann hat er hoffentlich den Schlüssel. Ja. Hier bin ich. Hallo. Ausgezeichnet, du hast meinen Rucksack gefunden. Ha, du errätst nie, was in der Zwischenzeit passiert ist. Ich habe vergessen, die Türe zum Lager abzusperren. Also hätten wir den Schlüssel aus dem Rucksack gar nicht gebraucht. Aber danke vielmals, dass du mir geholfen hast, ihn zu finden. Habe ich doch gern gemacht. Ja. Hey.
Das war trotzdem Glück im Unglück, dass ich vergessen habe, das Lager abzuschließen. Während du meinen Rucksack gesucht hast, habe ich die Bestellung für James geholt. Hier, also für wen war die Bestellung gleich nochmal? James? Ja, genau. Bist du sicher, dass du nicht zuerst zum Hausmeister hier im Shopping Center gehen sollst? Alle anderen, die die Bestellung vor dir geholt haben, sind immer zum Hausmeister damit gegangen. Und ich verstehe sie. Diese Lieferung wiegt mindestens 100 Kilo. Und du willst das ganze Zeug doch nicht unnötig herumschleppen. Hallo? 100 Kilo? Bin ich hier der Packesel oder was? Ja, dann, ich gehe da jetzt hin. Nee, die gebe ich hier dem Hausmeister. Der wartet ja auch schon. Hallo? So. Abermals hallo. So, du hast also die Kleiderlieferung für James bekommen? Die ist ganz schön schwer, nicht wahr? Hab ich mir gedacht. Alle Lieferungen von James wiegen eine Menge. Ich passe darauf auf, während du den Rest von James Sachen holst. Kein Problem. Ja, ich gehe. Zu Alex mussten wir auch noch. Hier ist sie. Herzlich willkommen in Jorviks größten Pferdeausrüstungsshop. Wie kann ich dir helfen? Die Ausrüstung für James? Aha, du bist hier, um seine Bestellung zu holen. Schade. Wie schade. Sieht aber gut aus, ne? Kann man sich jetzt hier so alles Mögliche kaufen? Ich sehe mich hier schon einkaufen. Ich habe da immer irgendwie Probleme, an mich zu halten. Ich kaufe dann alles. Oder viel. Zu viel. Ich dachte, ich tue James einen Gefallen. Also habe ich seine Bestellung schon verschickt. Das war gerade vor 5 Minuten. Dass du wirklich Glück gehabt. Warum freust du dich nicht? Da sparst du dir die Schlepperei. Haha, du bist schon ganz schön komisch. Warum willst du dich so plagen, wenn du dir das sparen kannst? Du hast versprochen, die Lieferung abzuholen, sagst du? Okay. Wenn du dich beeilst, dann erwischst du JB vielleicht noch, bevor er vom Shopping Center wegfährt. Heute haben wir es irgendwie mit der Aussprache, ne? Wer ist JB? Das ist der Chauffeur, der die Lieferung nach Silverglade fährt. Er bleibt immer noch auf eine Tasse Kaffee, bevor er sich wieder mit seinem Lieferwagen auf den Weg macht. Geh gleich ins Café hier im Shopping Center und dann erwischst du ihn vielleicht noch. Tschüss und bis bald. Ja. Dann gehen wir mal zu JB. Im Café ist er, hat sie gesagt. Raus. Was ein Stress hier. Kann man gar nicht in Ruhe bummeln. Mal da, ja, das sieht man. Glücklicherweise, das habe ich jetzt direkt schon gesehen, hat er da hinten sein Ausrufezeichen. Man kommt sehr praktisch unten ein. Und der die nächste Aufgabe. Was ist das denn? Egal, ich spreche ihn erstmal an. Stopp! Warte hier. Ein paar Schritte zurück. Lass JB in Ruhe seinen Kaffee trinken, bevor er sein Leben wieder auf den Straßen von Jorvik aufs Spiel setzt. Oder von Jorvik, besser gesagt. Psst! Pünktchen. Das hier ist kein Kaffee, das hier ist Tee. Alle beruhigen sich. JB ist hier, alles ist in Ordnung. Weißt du, was der alte JB zu sagen pflegt, wenn sowas hier passiert? Wie? Du weißt nicht, wer JB ist? Das bin doch ich. Wie heißt du? Celine. Naja, das spielt ja auch keine Rolle. Bitte? Der ist ja gut. Ich habe einen Auftrag für dich. Hol mir Kaffee, Milch. Hol mir Kaffee mit Milch. Vergiss bloß die Milch nicht. Nein, natürlich nicht. Ich bin geübt in solchen Sachen. Ich schlör für jeden die Sachen ran. Hallo, könntest du mir bei etwas helfen? Ich würde nicht fragen, wenn es nicht dringend wäre. Ich wollte eigentlich die Milch mit dem Kaffee, aber... Die Kunden, die etwas im Café bestellen, sitzen leider nicht nur brav an ihren Tischen. Stattdessen spazieren sie mit meinen Tassen und Untertellern durch das Shoppingcenter und lassen alles überall stehen. Daher habe ich also fast kein Geschirr mehr und weil ich hier alles alleine manage, kann ich auch nicht so einfach das Café im Stich lassen und alles wieder zusammensuchen. Ja, ich verstehe das, doch, ich verstehe das. Wenn es dir nichts ausmacht, könntest du dann für mich im Shoppingcenter das fehlende Geschirr einsammeln? Vielen Dank, das ist wirklich sehr nett von dir. Wenn du fertig bist, bekommst du von mir eine schöne Tasse Kaffee mit Milch. Ja, ich freue mich. Ach, ich dachte schon, sie sagt jetzt, wenn ich fertig bin. Ich gehe mal gucken. Na, hier, ich mache mich direkt an die Arbeit. Na, sonst, ich nehme an, sonst kriege ich auch nicht den Kaffee für den Herrn. Und wahrscheinlich darf ich den Milchkaffee gleich abgeben. Würde mich ja wundern. Oh, die haben das aber überall verstreut. Ja, ich dachte schon, die sagt dann, wenn ich die Sachen eingesammelt habe, dann kann ich auch noch spülen. Also das hätte jetzt irgendwie gepasst, ne? Ach, guck mal, und den habe ich auch. Den habe ich vergessen. Entschuldigung, den haben wir vergessen. Wir müssen hier nochmal hin. So, da liegt ein Schlüssel am Boden. Jemand muss ihn verloren haben. Er muss jemanden im Shoppingcenter gehören. Vielleicht kannst du die Person finden. Ja, das ist doch hier unser Kollege,
Oder warte mal. Nee, das ist ja nicht Quatsch. Das hatten wir ja schon alles. Oh nein, ich bin verwirrt. Das ist wieder too much Quest hier. Ja. So, sammeln wir erstmal die Teller ein. Da können wir ja nichts falsch machen. Und da hinten steht auch schon die gute... Die hat wahrscheinlich ihren Schlüssel verloren. Die Alex. Mein Schlüssel, danke. Ich habe nicht mal gemerkt, dass er weg war. Ist ja toll. Nimm das als Dank für deine Hilfe. Haben wir jetzt was geschenkt gekriegt? Moment. Nee. Ach, die hat uns nur Kohle gegeben. Pff, hätte uns ja wenigstens mal einen Sattel geben können, ne? Meine Güte. Also mit der Entlohnung klappt das hier in Jorvik aber auch nicht, ne? Das ist ja auch nicht anders als bei uns hier. Viel arbeiten für wenig Geld. Frechheit. So, hier unten bin ich, glaube ich, durch. Wenn ich nicht irgendwas übersehen habe und da oben glitzert es auch noch, dann gehen wir mal da hoch, ne? So, und ein Teller. Die sind aber auch schlampig. Stellen überall ihr Geschirr ab, die Leute hier, ne? Das ist ja schlimm. Und im Blumentopf. Meine Güte. Ehrlich. Und beim Friseur? Nee, das ist gar nicht der Friseur. Das ist hier... Ja, ich hab auf jeden Fall alles. Ich hau wieder ab. Ich laufe, ich eile. Ich eile. Hopp, 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 hopp. Ach, hier geht's nicht schneller. Ich stehe auch auf der Rolltreppe. So, wo müssen wir jetzt hin? Wieder in den... Ja, wo müssen wir denn jetzt hin? Ach so, wir müssen ins Café. Leute, ihr kriegt mit mir bestimmt eine Krise. Macht aber nichts. So. Sehr gut. Du hast das ganze verschwundene Geschirr aus dem Café gefunden. Ja, ich hab das geschafft. Ich freue mich auch. So, und jetzt? Jetzt. Ich sag doch, ich muss das Ding dann abgeben. Jetzt, ich geh da mal hin. Jack? Jack? Gegenstände, die der Taus... Ja, ich sag doch, ich muss die abgeben. Ach, mein schöner Kaffee. Ich wollte ihn doch selber trinken. Ich brauche gleich erstmal einen Kaffee hier bei der ganzen Hektik. Ich muss mir gleich wirklich einkochen. So, ich gebe den ab. Boing. Jetzt werden wir wohl klarkommen, ne? Ha! Nun bin ich bereit. Zeit, sich wieder auf den Weg zu machen. Setz dich hin und halte die Stellung. Wenn ich vor Sonnenaufgang nicht zurück bin, rufe ich den Ratsmann an. Nee. Wenn ich vor Sonnenaufgang nicht zurück bin, ruf den Ratsmann an. Wie meinen? Lieferung für James? Ja, selbstverständlich. Die habe ich hier neben mir. Du kannst JB vertrauen. Meine Lieferungen kommen immer an. Vorigen Monat bin ich nur dreimal von der Brücke in Fort Pinter geschlittert. Neuer Rekord. Grüße James und sag ihm, der alte JB ist unterwegs. Was? Du willst die Lieferung für James übernehmen? Umso besser. Weniger Arbeit für mich. Nimm die Lieferung neben JB und bringe sie zum Hausmeister. Ach, Leute. Der Typ ist... Ne, den kann ich ja. Also das hätte ich jetzt aber wahrscheinlich auch gemacht, weil wenn der da von der Brücke stürzt, dann weiß man ja gar nicht, ob der überhaupt noch ankommt. So, wir haben alles. Wir gehen jetzt zum Hausmeister. Können wir jetzt endlich mal wieder abdüsen. Jetzt haben wir doch alles, ne, oder? So, hier bin ich. Ich laufe. Hausmeister. Ah, wie ich sehe, hast du die Pferdeausrüstung bekommen, die James bestellt hat. Ich passe in der Zwischenzeit darauf auf, bis du wieder nach Fort Pinter zurückfährst. Ich will nicht mehr. Ich will nach Hause. Bitteschön. Hier hast du beide Lieferungen, die James haben wollte. Komm gerne ins Einkaufszentrum zurück, aber putz dir vorher ordentlich die Füße ab. Ich kann dir keinen Schmutz gebrauchen. Ich hoffe, du bekommst etwas von James für deine Mühen, obwohl ich ja ehrlich gesagt nicht daran glaube. Aber dein Busticket hast du ja nun. Du kannst also jederzeit hierher zurückkommen. Auf Wiedersehen. Oh Mann. Ja, die Füße. Ach, guck mal, und jetzt habe ich hier... Ach, ist das aber schön. Moment, Leute. Moment. So. Ja, ich... Oh, rosa. Ach, guck mal, das ist doch auch... Das ist doch eine warme rosa Frühlingsweste haben wir jetzt bekommen. Mit Werten drauf. Reiten und Pflege plus eins. Ist jetzt nicht besonders toll, aber ja, schön. Ach, ist das aufregend. Ja, Leute, ne? Ich nehme an... Wir können nach Hause. Und dann, das mache ich auch mal. Ich hau wieder ab. So, hier sind wir auch wieder. Und da steht mein Pferd. Frisst schon. Guardian Angel.
Es wird nicht gefressen. Musste auch die ganze Zeit arbeiten. So, hü. Ja, ab geht's. Wieder zu James zurück. Ja, da hat er sich aber echt den faulen Lenz hier gemacht, während wir da natürlich wieder ordentlich am Ackern waren. Wie immer. Was sonst? Wozu sind wir sonst in diesem Spiel? Ja, James, ne? Wir haben es geschafft. Ich freue mich. So, ich gebe das mal ab. Hallo Celine. Na, wie ist es gelaufen? Super. Sowohl Kleider als auch Pferdeausrüstung. Die werden sich wie die warmen Semmeln verkaufen. Belohnung? Wie? Habe ich dir eine Belohnung versprochen? Nee, da hast du dich wohl verhört. Okay, okay, ist ja gut. Du sollst was bekommen. Mal sehen, was wir hier in dieser Kiste haben. Hier, das ist doch ein tolles Geschenk. Das wird wunderbar zu dir passen. So, und jetzt muss ich die Geschäfte warten. Ja, die Weste, ne? Genau, bei ihm haben wir die Weste gekriegt, richtig. Ja gut, damit würde ich sagen, sind wir hier durch. Dann verabschiede ich mich an der Stelle. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.